damals hatten, kommt mir nämlich alles so ziemlich bekannt vor, vom Aufbau her und so. Ich vermute mal zumindest, dass das auf dem anderen Server auch war. Gib mir Apfel, komm, gibst du mir Apfel? Gib mir ganz viel Apfel. Ohne Sau, komm her. Wie? Du gibst mir kein Fleisch, du Drecksau. Sehr unkollegial. Ah, kannst du doof gucken, du wirst sterben, du Drecksau. Yeah, gib mir dein Fleisch. Oh, ich mag deinen Schinken. Alter. War das schon ein bisschen Scheiß in den Hexladen schmeißen, eben? Aber ich weiß nicht auch, warum das bei mir annehmend ist. Hast du deins Sprache auf Deutsch gestellt? Ja. Trotzdem sind einige Begriffe noch in Englisch. Okay, ne, bei mir steht halt sehr viel annehmend. Okay. Beispiel Flachssaat ist bei mir annehmend. Oder die Blumen, die diese rosanen, auch annehmend. Oh, muss ich jetzt jeder da einzeln rausholen? Ach du Scheiße. Stellen die nicht stacken. Ich bin. Könnte mich gerade vor Freude peitschen. Äpfel, wo sind Äpfel? Gib mir Äpfel. Kein bisschen Apfel hier, ey. Ah, guck nicht so doof, du Huhn. Du wirst gleich auch noch dran glauben. Ja, 50.000 Mal gegen das Mikrofon gestoßen. Yeah, wie soll es anders sein? Ich freue mich riesig. Da ist ein Apfel. Apfel! Gemüse! Das Veggie-Monster. Wenn ich das Krümelmonster nicht kennen würde, so würde ich das Veggie-Monster ja zumindest lustig finden vom Namen her, aber. Naja. Nee, da bleibe ich lieber bei meinem XXL-Burger als der Veggie, keine Ahnung, was zu essen, ne? Ah, super, ich habe einen Overclocker drin. Haha, gleich mal ab in den Keller. Ihr Schlampen, jetzt wird overclockt. Datenbaum, Dauchenbaum, Datenbaum und Datenbaum, Datenbaum, Datenbaum. Überall Baum. Ganz erstaunen. Aber ich mache jetzt Spaß, was ich glaube, ich brauche jetzt noch einen. Da, Apfel. Apfel. Lecker, 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 lecker Gemüse. Ah.
Wechseln das Saatgut langsam? Ich gleich gucken, warte mal. Ich bin ein bisschen am Aufforsten hier. Okay. Wie und dann Baum. Ah, da viele Äpfel. Ein Apfel. Na doch, Schwix. Ganz viele Apfels. War ja am besten, wenn ja trotzdem noch Melonen oder sowas. Irgendwas, das schnell wächst, wo du dann wirklich mal so 4-5 Mal was wo dann kannst. Ja. Oder wir müssen halt das Korn wirklich für die Tiere benutzen. Das war da dann halt ordentlich spachteln können. Komm her, du Schwein. Komm her, ich will deine Nase essen. Ja, deine Artgenossen werden jetzt auch dran glauben. Hier, du kleine Drecksau, du. Ja. Fleisch kochen gehen. Dreimal Schweinearsch. Der Rest der Saplings, den kann ich unten in den Recycler klatschen. Mr. Recycler Kalikikokdoto. So, was tut man jetzt in diesen anderen Dings da rein? In den Extraktor? Ja. Hast du noch dieses Gummizeugs? Nee, das habe ich oben in der Kiste. Hast du einen Zeppling? Ja. Ja, dann. Gummibaum, na, Gummibaum-Säppling. So einen brauchen wir. Ach so, nee, hab ich nicht. Ja, dann hier sowas zum Beispiel. Zellen. Einfach nur ein Zylinder mit Wasser und der wird dann zu einem Kühlzylinder. Kannst du aber zum Beispiel auch dieses Gummi reintun, bevor das zerkocht ist, und holst du da 3 Gummi raus. Aber das fand ich jetzt in erster Linie nicht so wichtig. Da fand ich den Recycler und den Schredder hinten eigentlich wichtiger. Brauche ich jetzt nämlich. Jetzt gleich wird's lustig. Achso, warte mal hier. Bleib mal hier gerade. Hast du noch was hier für den Schredder? Ja, ich habe gerade da Pflasterstein reingeschmissen. Ja, guck mal, wie er jetzt läuft. Ich hoffe, der geht jetzt nicht hoch. So. Ein Ticken schneller, ne? Es geht nicht wirklich. Hier beim Macerator geht das auch. Ach, geht schon viel schneller. Ja, da sieht man das bei dem Macerator-Dingens da, aber hier beim Masturbator. Okay, Recycler, ja okay, aber. Da kannst du noch mehr reinstecken, da kannst du auch 10 Stück reinhauen. Aber dann frisst er auch wie Hulle.
sagst du durch die Blume. Fleisch. So. Ach so, warte mal, ich mache mir jetzt noch einen Spaß. Warte mal, Baum, Baum. Hast du noch Holz? Ja. Kriege ich zwei? Ich brauche den Bretter oder die Dingens da? Ist egal, Sticks brauche ich. Scheißegal. Die wachsen doch schnell, die Bäume. Guck mal, hier sind schon welche wieder nachgewachsen. Krass. Oh, Captain Caveman geht jagen. Magst du mitkommen? Du rennst rum? Hühnerstall. Hier, schnapp dir mal die beiden Dinger. Da ist noch einer hier im Boden. Ne, den hab ich doch. Hier ist noch ein zweiter. Nö. Ich hab beide im Inventar. Okay. Ich wollte mal gucken, wie das jetzt ist mit Hähnchen oder so. So, wo waren welche? Irgendwo hier waren Wildschwein welche. Wildschwein hier unten. Ja, im Wasser, Wildschwein. Captain Caveman! Hier, Hühnchen. Auch gut. Flip! Flap! Ja, yeah, ein Schuss, ein Treffer. Aber der Speer ist dann auch weg. Ich hab beide. Nee, doch nicht. Ich hab beide bekommen und, ah, verbraucht. Aua! Auch. Drecksack. Scheiß Skelett, ey. Und es ist nur ein Steinspeer. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass man den dann auch mit Metall oder... Ja, keine Ahnung, mit Holz ist vielleicht ein bisschen sinnfrei, aber... Nein, komm her, du Sau. Komm her, komm her, komm her! Verreckte Huhn. Obwohl mit Nahrung, man könnte Pilzsuppe machen. Habe ich total vergessen. Nur zwei von den Speeren ist ein Wolf tot. Ball für ein Schwein, wenn man es trifft. Alter, wir sind hier voll die Action-Cave-Männer, ey. Hey, bleib hier, nicht weglaufen, Piggy, bleib hier. Ja, das ist immer mal zwei am Leben am besten. Bei den Schweinen, ich weiß nicht, ob die sich auch in der Wildnis vermehren. Bei hier waren nicht so viel. Warte mal, brauchst du von... Oh. Ah, nee, doch nicht. Hier ist noch Kuh. Steak, 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 Rindersteak. Boah, sind hier viele Schweine. Dann kann ich ja doch ein paar kennen. Hattest du die roten Pilze? Ein paar Stück nur. Dann kannst du... Nee, die in der Höhle geht das nur, ne? Hier nicht. Nee, die kannst du nur in der Höhle zwischen, keine Ahnung, oder unterm Baum, aber das war's dann auch. Ja, aber dann kann man nicht, na, hier mit dem Ding umwedeln. Ja, ist das Scheißzeug hier? Knochenmehl. Bringt's dann ja nicht. Das wächst so, dann ja doch, das... das. Nee, aber du kannst, einen großen Pilz kannst du auch so auf der normalen Wiese züchten. Okay.
Ja, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Was sind die Wegpunkte geil? Also ich muss sagen, die Speere sind schon irgendwie lustig. Und relativ schnell gemacht, bevor du dann anfängst mit... Ja, okay, Schwerter sind ja auch nicht im Link. Lass nochmal zwei, jetzt probiere ich erstmal aus, was man alles dazu braucht nochmal. Für was? Für eine Pilzsuppe. Du musst ein Holzschältchen machen. Ja, das weiß ich. Und dann eigentlich nur zwei Pilze, ne? Zack. Dann droppst du mal von jedem Pilz ein oder von den roten oder keine Ahnung. Guck mal in die Truhe, da sind noch welche. Okay. Hau, Captain Caveman. Brauchst du die denn überhaupt, oder? Nö, die Natur, die kannst du benutzen. So, jetzt habe ich ein bisschen was. Ja, deswegen frage ich ja, ob du die brauchst. Oder nö. Relativ wenig hast. Nö, ich habe jetzt mal probiert einfach. Ich will mal gucken, wie der Nahrungswert ist von den Pilzen. Drei oder Pilzsuppe. Vier. Aber so kann man dann wenigstens über die Runden kommen, wenn man nichts mehr zu essen hat, weißt du? Wobei, ne, hier anbauen kann ich ihn nicht. Ne, irgendwo mitten auf der grünen Fläche müsste es eigentlich gehen. Normalen Pilz hinsetzen. Ne, und tut dann. Und im Bio vielleicht? Ne, normalerweise nicht. Ich hätte ihn auch irgendwo mal angepflanzt. Auf dem Steinuntergrund oder so? Könnte vielleicht sein. In Höhlen, Steinen und so. Aha. Oh, der Vulkan hat aber ganz schön weit die Lava geschossen, ne? Mhm. Ach komm, Pilz, ey. Fuck you. Nein, das wollte ich nicht essen. So. Komisch, dass man die nicht mehr anpflanzen kann. Das raff ich nicht. Komisch. Sonst ging das immer, ohne Witz. Dann haben sie das echt irgendwann mal geändert. Also was hier geht, das sind wieder die One-Hit-Bäume da mit Knochenmehl. Zeitlang musstest du ja wirklich mal so 3, 4, 5 Dinger darauf hauen, aber jetzt hier einmal Baum steht. Ja, das ist ja wie gesagt die Minecraft-Version 1.2. noch was. Wo kann ich mit leben? Hier, unter Bäumen geht das, Pilz anpflanzen. Ja, das Problem ist halt nur, wenn du da jetzt Knochenmehl drauf haust, geht's ja nicht. Der würde dann ja in den Baum reinwachsen. Ich weiß doch gar nicht, ob du in dieser Version die Pilze so groß züchten kannst. Das kam auch erst ziemlich spät rein, die Megapilze. Okay. Wobei, ich meine, ja, kommt immer drauf an. Also wenn das die Version ist, mit der ich gespielt habe vorher, dann geht das, weil da weiß ich, da haben wir das auch definitiv gemacht. Ich kann Champignons auch so essen? Nee, kann ich nicht. Da müsste man höchstens gucken, dass man Fliegenpilze abbaut, des Öfteren unter die Bäume setzt, damit die auch nachwachsen. Ja, zum Glück haben wir hier vorne ein Sumpfgebiet. Also ich habe hier vorne unterm Baum habe ich zwei Fliegenpilze gelassen.
Ich hoffe, dass die sich auch vermehren jetzt wieder. Hören die nicht auf deinen Bums euch oder wie? Ah, ich habe noch dreimal Schweinefleisch in die Truhe reingeschossen. Du brauchst. Nee, ich habe noch. Ich habe mir jetzt genug geholt. So, Federn kann man auch recyceln? Ja, sehr gut. Du kannst alles reinschmeißen. Du kannst auch deine Diamant-Spitzhacke reinschmeißen, wenn du möchtest. Okay. Er würde wahrscheinlich auch dann zu 100% ins Scrap Metal raus, hier Scrap-Scheiß-Ding rauskommen. Könnte ich mir vorstellen. Sehr dinner nice. Also, werde ich mal ein paar wilde Hühnereier in der Gegend rumschmeißen. Wilde Hühnereier. Ja, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein paar Hühnchen draus werden. Naja. Oh. So. Ja, dann werde ich jetzt, denke ich, am Morgen oder die Tage noch mal gucken, dass ich noch an Kies komme, dass wir den Weg fertig machen können. Oh, Schweine ziehe ich jetzt auch noch mal durch. Habe ich überhaupt noch? Ja, habe ich keins mehr. Alles klar. So, und dann werde ich jetzt mal Richtung Offline gehen. Ich denke jetzt, die ganzen Stunden war doch richtig viel. So. Und wie gesagt, dann werde ich diese Folgen hier mit allen Minecraft-Folgen zusammen raushauen. Also so ein Mix zwischen mal Tech und mal normal. Und ja, wenn die Leute auch jetzt Erfahrung mit Tech haben, können sie ja mal so ein paar Vorschläge machen oder ein paar Feedbacks geben, was das ganze Crafting da angeht und was die noch da irgendwie zusammengestellt haben wollen. Oder ob sie gute Links haben zu irgendwelchen guten Seiten, wo so ein paar Informationen stehen oder sowas. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Session wieder. Und bis dann sage ich einfach mal ciao, ciao. Tschüssi.